Da sind wir wieder. Zurück zu einer neuen Folge Raft. Ja, wir sind immer noch auf unserem Raft. Benchmaster Flash ist am Start. Jo. Sauber was zum Trinken haben wir da. Jetzt hau ich mal gleich mal was rein. Also ich fast mal wieder ein bisschen angeln, ja, aber es... Ja, es hakt irgendwie am Haken. Ich hab noch ein Fischchen, das lege ich gleich mal drauf. Oder ich esse ihn einfach aus Versehen. Gar nicht gewusst, dass man den Fisch roh essen kann. Das geht. Das ändert alles. Bringt doch nichts, oder? Ja, sehr wenig. Gut, aber sehr wenig ist immerhin mehr als nichts. Genau. Darauf wollte ich hinaus. Das hat es eben alles geändert. Bolzen, Palmsamen, Wassermelonensamen. Weiter. Kann jetzt mal was Eisiges bauen. Eisiges. Atombehälter, eine sehr gute Schale. Danke für die Information. Das ist aber neben der leeren Tasse. Ich könnte mir vorstellen, und der dann auch trinken kann oder so. Mann, ich bräuchte einen Bolzen, aber wie man Bolzen herstellt, das wissen wir noch nicht, gell? Nee. Nein. Wenn man den herstellen kann. Es gibt, glaube ich, auch irgendwie noch dann irgendwann mal die Möglichkeit, bessere Trinkwassergewinnung. Ja, das möchte man. Kommt auch da so blöd hin an dieses Zell. Vielleicht irgendwas Automatisches zum... Nee, aber du kannst dann, glaube ich, Wasserflaschen machen, die dann auffüllen. Da kannst du 3 oder 4 Mal was trinken. Das ist dann schon um einiges besser. Können wir schon mal ein größeres Lager bauen, oder dann? Das wäre schon mal sinnvoller. Oh, was geht nicht, glaube ich. Es gibt nur das kleine Lager. Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich das Lager entferne woanders? Das ist auch blöd, kann ich das eigentlich, glaube ich, den Wasserspender entfernen. Ich würde es jetzt nicht riskieren. Ja. Insel kann mal wieder kommen, da warten wir schon ewig drauf. Ja. Was kommen wir mit dem Bauhammer? Können wir da irgendwas Tolles bauen? Ich glaube, ja, ist ziemlich nutzlos. Ein Dach bringt jetzt nicht viel. Zäune werden jetzt auch nicht viel bringen, oder? Macht das was gegen den Hai? Nee, überhaupt nicht. Das ist nur optisch. Da ist er übrigens eh schon wieder. Oh mein Gott, der hat mich bitte in die Tiefe gerissen. Oh mein Gott. Aber den gibt's verstärkte Seitenwände und so dann, gell? Echt? Ja. Da brauchen wir auch Metallbarren. Weil ich schon wieder keine Planken mehr habe, das ist ja Wahnsinn. Schau jetzt nochmal, ob wir irgendwas nicht erforscht haben. Macht mich ganz wuschig. Ja, es ist gar mysteriös. Und ich überlege die ganze Zeit, ob wir immer noch so leicht in die falsche Richtung fahren. Oder... ob wir einfach Pech haben mit diesem Strom, aber ich finde, es geht immer so leicht an uns vorbei irgendwie. Ja, wir haben. So steht er hier dann quasi. Ach, man konnte ja schauen, was man bräuchte, um noch was zu erforschen. Mhm. Metallbarren, aber. Kriegt man die denn? Ich glaube auch auf Inseln oder bei diesen. Gleich versinkenden Wrackdingern da. Ja, der ist auf jeden Fall, wenn wir den erforschen, der haut nein. Mhm. So schauen, dass wir da mal irgendwo anhergegangen dann. Und sonst alles erforscht. Oh, ich verdurst schon wieder. Ich hab doch gerade drungen, Alter. Komm mal auf dein Leben klar. Hunger habe ich auch schon wieder, meine Güte. Glück habe ich so viel geangelt. Schwierig, ja. Stein haben wir auch erforscht, oder? Stein haben wir erforscht, ja. Nein, jetzt habe ich den Fisch wieder gefressen. Meine Angel ist auch kaputt. Mann, ey. Jetzt geht nichts mehr. Jetzt habe ich kein Seil mehr. Ja, dann haben wir noch gar nicht. Mein Gott. Was haben wir nicht? Einen verbesserten Speer. Ne. Und Pfeile können wir bauen, aber ohne Bögen. Mhm. Er muss jetzt auf jeden Fall mal in die Insel kommen, dass wir da mehr Schrott kriegen und. Und wofür war der Sand? Den kannst du, glaube ich, einschmelzen oder so. Ich weiß nicht, Glas draus machen, ja klar. Also gibt es auf unserem Fluss dann sogar einen Schmelzofen oder wie? Ja, ja. Die drehen halt echt auf, gell?
Würde ich vielleicht nicht riskieren. Muss man hier mein Inventar. Mein Gott, jetzt wird schon wieder gegessen. Das habe ich halt echt drauf. Ach, drum verdurscht die wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Der Überlebensprofi fährt mal ins Haus. Und der Typ, der keine Fässer fangen kann. Gemeinsam auf einem... auf wilder Fahrt. Genau. Man nennt sie auch Fatman und Huckleberry Benny. Huckleberry. Okay, das wird der Titel. Das könnte der jetzt schon sagen. Fatman und Huckleberry finden. Wie hießen er? Huckleberry und Tom Sawyer. Was kann man daraus machen? Nichts Lustiges, Tom Fatman. Tom Fatman und Huckleberry finden. Ja, witzig. Schrotthacken aufnehmen. Wieso zur Hölle liegt der da oben? Ja, ich hab den auch gerade gesagt und dachte, was hast denn du Verrücktes vor? Wollt ihr meinen Schrotthaken auf den Boden legen? Man kommt da irgendwann mal wieder eine Insel. Das stinkt doch alles gerade irgendwie. Ja, schon krass, ja. Aber ich kann mich erinnern, das war beim Einzelspieler. Bei diesem einen Mal, wo ich alleine gespielt habe, da habe ich ewig lang kaum gar nichts. Ja, da kommt der Hai. Ja, vielleicht nicht da, wo die Möwe ist, du Arschloch. Wo die arme Möwe. Mann, ey. Ja, mit dem Koinsel kommt es echt langweilig, das Spiel. Ist halt ein Angelsimulator einfach. Ja. Flanke aufnehmen, danke. Sehr schön. Macht das dann auch welche drin. Okay. Ja, ich würde auf jeden Fall noch ein zweites Lager. Tiefchen muss ja trinken hier. Habe ich ganz vergessen. Jetzt habe ich einen rohen Fisch gegessen. Sehr schön. Jetzt, wo ich eh schon am Verdursten bin. Ja, das haut nein. Ah, grockmütliches, gell? Das ist schon sehr romantisch mit unseren zwei Feuerchen da. Oh. So bloß zwei, da müssen wir sofort einen Fisch drauflegen. Immer noch Rüben und Karotten haben wir auch noch da, Kartoffeln. Ja, da hat endlich mal wieder jemand einen gescheiten Fisch gefunden. Und ich hab glaube ich auch noch Melonen und so ein Zeug. Das, diese Trinke- und Esserei ist schon sehr mühsam. Ja. Ich glaube, man kann dann irgendwann. Du hast ja auch so ein Rezept gefunden. Ich glaube, die Sachen, die halten dann ein bisschen länger. Aber ich glaube, ich hatte damals, wo ich das zockte, echt 4 oder 5 Rezepte und konnte wirklich trotzdem kaum was machen, weil ich die nie das Zubehör dafür gefunden habe. Und dann hast du irgendwie so eine Kochstation gebraucht oder so. Das hat sich im Endeffekt kaum gelohnt. Also ich habe mal bei irgendeinem zugeschaut, ich weiß nicht mal, wer das war. Der ist echt mit einer Stadt rumgefahren, mehrstöckig und was weiß ich. Also das wird wahrscheinlich schon alles recht krass, aber... Ja, wenn nichts, keine Insel kommt und man irgendwie so nicht weiß, was geht ins Spiel. Also das mit der Insel fuckt mich gerade richtig. Da bin ich froh, dass wir zu zweit sind. Einen schönen, ganz kurzen... Alle Spieler müssen schlafen, leg dich doch zu mir, Benny. Löffelchenstellung. Das geht nicht. Ich kann nur das Bett entfernen. Okay. Gut, dann brauchen wir quasi zwei Betten. Richtig. Aber das wäre dann vielleicht echt nicht verkehrt, dass wir einfach bis zum nächsten Tag warten. Bett ist jetzt auch nicht so wild. Auf der Insel auflaufen. Wir fahren sehr langsam eigentlich, habe ich gerade. Ach, unser Segel ist zu. Ah. Okay. Ja, wenigstens konnte ich mich auf meinen Eindruck verlassen. Hab der Battle baut, gell? Mei, super. Ja, ich hab's mir auch schon gedacht. Und dann bin ich nochmal links drüber gegangen, da war dann aber so eine Schaumspur halt. Ach, okay, wird schon passen. Ach, die Möwe ist weggeflogen, hat nichts ausgebrüht, nur Federn gelassen. Achso, jetzt kann ich erst schlafen. Ja.
Ui. Jetzt kommen wir heim, rudern wahrscheinlich auf einer Tier rum, weil der Hai unser ganzes Zeug weggeknuspert hat. Also der einzige mir bekannte Nachteil, wenn man wieder Hunger und Durst hat. Verdammt. Was? Ja, weil ich gerade nochmal werfen wollte, hätten wahrscheinlich auch erwischt. Denn das Fass? Ja, ja. Das war zu weit weg. Ja, hast du auch schon einen besseren Haken. Achso, du hast den besseren? Ja, Mann. Naja, dann haben wir nicht. Der war aber jetzt auch nicht so unglaublich schwer zu bauen, oder was habe ich gebraucht? Habe ich eigentlich noch Schrott? Ja, ich habe noch Schrott. Ich kann auch Nägel bauen. Und was wollte ich damit wieder? Nägel habe ich end viele und man kann gar nichts damit machen. Da habe ich gedacht, ich hebe lieber den Schrott auf. Ich habe die Nägel für irgendwas gebraucht, was ich jetzt bauen wollte. Ach so, Sammelnetz, genau. Da weiß ich jetzt ja gar nicht, ob ich drauf habe, ob es sich lohnt. Ja, wir hätten alles ein bisschen rüber versetzen können, dann kann man da noch eins hermachen. Könnten wir auch ein Lager bauen? Ja genau, das habe ich nämlich vorher überlegt, ob wir das machen. Nur nachdem wir ja mit dem, was wir jetzt dran haben, schon nichts einsetzen. Ja, ich glaube, dass eins mehr jetzt Annex reißt. Genau. Ich finde es aber auch echt seltsam, dass das so ist. Ja, es kommt auch keine Insel, nichts. Das ist alles sehr komisch. Boah, kamen ja wirklich regelmäßigen Abständen Inseln. Doofe Kartoffel bringt ja auch nichts. Die Musik sagt aber nichts aus, oder? Gute Frage. Ich glaube nicht, aber ich mag mich täuschen. Sogar sehr gern. Weißt du was, ich schmeiß jetzt mal das Ruder weg. Das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, oder? Welches Ruder? Das Paddel? Ja. Ja, ich darf es mal behalten. Das ist eh fast Schrott. Wenn du nur zweimal paddelst, ist weg. Ja gut, dann ist es wurscht. Ah. Ah. Chillig. Geht jetzt ein bisschen Fliegenfischen hier. Hast du das eine bessere Angel? Nee. Okay. Ja, Bolzen. Ich hatte Bolzen, aber. Dann kannte er den besseren Haken bauen. Ich stehe hier mal an der Seite und fange alles ein, was unser Boot nicht einfängt. Hasse dich so hart, Alter. Das ist ja anders Unehre. Oh Mann. Braucht eine Makrele, Ruhe, Makrele. Na, Hering. Aber was soll denn nehmen? Hab ich den? Ja, den anderen habe ich jetzt genommen. Passt schon. Wir würden angeln. Ananas genommen. Alter, das gibt's doch nicht. Da muss doch mal irgendwann was kommen. Hey, das ist ja furchtbar. Kommt Musik. Bei dir auch? Die läuft schon länger. Bei mir ist die immer mal wieder pausiert. Und ja, seit ich dich gefragt habe, ob die Musik irgendwas aussagt, da ging es los. Ach so. Nee, bei mir geht es jetzt erst los. Also sagt es nichts aus. Jetzt fallen wir wieder mehr wieder in unseren Netzen. Das sehe ich auch nicht. Ich tue jetzt mal, was wird denn? Das Bäume ab hier. Soll ich meine Axt doch hier? Und dann baue ich mal da drüben noch ein Netz, oder? Dass wir. Aber es schwimmt halt generell wenig rum. Es ist jetzt nicht nur, dass wir wenig fangen, sondern. Ja, das ist alles irgendwie komisch. Jetzt ist meine Angel wieder kaputt, Mann. Hm. Mysterious. Mysterious Sam. Irgendein Bug Cybers uns das Spiel kaputt macht. Natürlich kenne ich Serious Sam, Alter. Mysterious Sam auch. Achso, den kenne ich nicht, ne? Der war mir immer zu mysterious. Ja, ich kannte den gar nicht, aber der war mir zu mysterious. Sammelnetz. Ich will irgendwie keins bauen. Das... Huso! Huso! Oh, zack, 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 oh, Alter. Jetzt ist mein Speer kaputt. Entschuldigung, Möwe, ich werde keinen Stress machen. Ja. Angel ist auch wieder kaputt. Ich geh jetzt mal durch, was wir noch so bauen können, ob uns da vielleicht mal irgendwie was etwas bringt. Eine sehr gute Schale ist diese Tonschale, okay. Ja, ich habe halt, weil er die neben der Tasse hat, habe ich irgendwie gemeint, vielleicht einfach was mit Trinken zu tun. Ja. Ich glaube jetzt nicht, dass die kombinierbar ist mit dem. Upgraden kann man nix, oder? Nee, ich glaube nicht. Wir haben auch noch gar nichts von diesem Tauchzeug.
Ah, hast du noch Ton zufällig? Ich hatte noch nie Ton. Ach so, okay. Scheiße. Weil dann könnten wir noch was bauen, was wir vielleicht noch erforschen könnten. Das bringt ja auch nichts, wenn wir keinen Ton haben. Dann hören wir auch nichts. Hast du nur Kupfer? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich hatte noch nie Kupfer. Genau. Ich habe Ton und Sand, aber keinen Kupfer. Das finde ich komisch, weil bei Ton sagt er quasi, bei Kupfer, das Erforschen-Button ist schon da, aber er ist rot. Das ist aber bei vielen Sachen so. Also ich habe irgendwie so Sachen, die man nicht erforschen kann und auch schon erforscht ist. Und darum habe ich gedacht, vielleicht, was die meinen, dass man mehr Kupfer braucht oder so, das. Ich glaube nicht, ne, was war das denn jetzt so? Ich habe gerade irgendwas auch so war. Und da hatte ich sehr viel davon. Sammeln mal langsam mal wieder ein bisschen Zeug ein. Drüben wäre was. Da kommen wir ja nie hin. Das ist wieder so eine ganz da links. Ganz in der Ferne. Boah, ja, tatsächlich. Das hast du aber jetzt echt gut erkannt, dass sich das noch fassbar leichter weg. Aber ich dachte echt trotzdem da hier drehen, weil. Ja. Vielleicht kommt dann da allgemein mehr in der Richtung. Ja. Ich habe mein Paddel eigentlich wieder in der Hand. Ich gerade unsere Süßwasserbase irgendwie durcheinander komme. Schaut es am Grill eigentlich aus? Ich leg gerade was Ui, drauf. du Das hast passt ein hier Fleisch nicht. in der Hand. Den konnte ich nicht da hinlegen. Was ist denn Das kann das? nur auf dem größeren Grill, das ist aber auch echt ein. Der ist so groß wie du. Echt? Ich hab das geschafft. Hier war nur die normale Angel. War wohl ein Glücksfang. Ja, genau, schau, wenn wir einen Trockenziegel erforschen, das war genau meine Vermutung. Und dafür brauchen wir Ton. Dann können wir den Schmelze. Sonnenturm. Den Schmelze. Na ja, gut, das ist natürlich auch, dass man was baut und das dann erforscht, gell? Nein! Der ist eh gleich wieder tot, hoffe ich. Er spannt das an, nicht, dass er ein Flachwichser ist. Scheinbar nicht, ne? Oh. Oh, jetzt habe ich die Möbel verschreckt. Nein, Federn! Lululululu. Ich glaube, wenn wir 8 Federn haben, können wir die hängen. Ich weiß aber nicht, was die bringen soll. Wahrscheinlich nichts. Das Jetzt gleich sei wie das Bett, oder? wäre plausibel, ne? Und Superman Jump! Alter! Okay, das war heftig. Das war böse heftig. Was denn? Kann ganz viel erforschen, Bur. Okay, kann ich nicht erforschen? Das kann ich erforschen. Zack. Das was braucht? Kann ich was lernen? Alarm, sehr schön. Ja, das war's dann auch schon Ach, wieder. da Habe ist die ich große Insel. Ah. Metallerz habe ich gefunden. Sehr schön. Okay, dann können wir jetzt ein großes Lager bauen, oder wie? Ja, voll. Sauge. Brauchen wir bloß ein Seil. Hast du jetzt wieder nicht mitgekriegt, was ich gesagt habe, oder? Doch, doch, ich guck da Mein schon. Ich Freund. bin voll erregt, bin ich. Okay. Ich muss was trinken vorher. Bevor ich erregt bin. Ja, Wahnsinn, da kann ich ja gar nichts mehr machen. Jetzt welcher schnell mit Holz, dass ich gleich nachjagen kann. Ich ruf die mal schnell nochmal auf Discord, oh, das ist schon wieder Okay. Hälfte vom Ding fällt. Da ist er wieder. Gut doch. Aho. I am back. Ja, soll ich das Lager bauen? Das Ja, große? dann kommt man das Kleine als. Tut es aber irgendwie so hin, dass man noch vernünftig hinkommt. Vielleicht ja hier irgendwo so. Aber das steht, das finde ich steht genau vor dem Wasserding. Das kleine Lager. Wohin, wohin?
Irgendwo, wo es halt nicht steht. Vielleicht links neben dem kleinen Lager. Aber so, dass man halt zum Grill hinkommt. Da noch durchgehen kann. Ungefähr da, wo ich jetzt stehe, hätte ich jetzt gesagt. Perfekt. Okay, da passt ein bisschen mehr rein. So, wir brauchen ja wieder einen Anker. Wo ist eigentlich das Loch, hast du das jetzt zugemacht? Okay, ja gut, wenn wir den eh bloß einmal hernehmen, ist ja auch wurscht. Ja, eben drum. Ich habe gedacht, das macht nicht viel Sinn. Oh, wir sind ja schon fast da. Mein Gott, das ist so spannend, als wo wir noch pennen. Ja. In der Nacht stinkt wieder irgendwie. Lass uns erst ankern, nicht, dass wir... Hast du einen Anker gebaut wieder? Ja. Wir müssen nur noch irgendwo hin platzieren. Wieso kann ich... Achso, muss ja auch auswählen. Also jetzt bewegen wir uns auf der Stelle, wenn ich segle in die Richtung. Ach, ich habe keine Planken mehr. Und du was machst mit dem Segel? Wenn ich segle, ich wollte jetzt ein bisschen weiter links. Schau drauf. Komm mal nicht hin in die Richtung. Das ist, wir bewegen uns einfach nochmal jetzt. Mhm. Witziglich. Hier stehen wir eigentlich ganz gut. Ja, im Prinzip schon. Wir müssen halt nur nachher wieder wegkommen. Rennen wir, oder? Ja. Und im Morgengrauen lüht man die Insel kaputt. Aber sowas von. Okay, ist einfach noch viel nachtiger als vorher. Intimidate, was stand da? Man, da hat wieder keiner Planken aufs Feuer gelegt. Hat. Ja, ich hab keine mehr. Was soll ich machen? Ich hab gesagt, dass du schuld bist. Ja, so recht viel mehr Leid gibt's dann immer, gell? Das ist erstmal einen gescheiten Fisch und eine gebratene Kartoffel und der Hai beißt unsere Möwe weg. Spinnst du eigentlich, du blöder Hai? Alter, wo wir angeklickt haben, kommt man glaube ich gar nicht auf die Insel hoch. Ja, das war nämlich meine Sorge auch. Naja, es geht schon. Mit meinen Assassin's Creed Künsten habe ich es geschafft. Aber die brauchst du halt definitiv. Melone muss ich gleich knuspern. Uiuiui, das traue ich mir jetzt nicht. Ach, geht. Ah, zack. Ein Kokosnuss habe ich auch gefunden. Zack. Da ist jetzt Anker. Boah, wie schnell der Hai halt angeschaut. So ein Arsch. Zum Schrott sammeln? Ja, hatte ich eigentlich vor, aber jetzt hat er mich gleich so gebastelt. Muss erstmal noch was trinken. Pistol gibt's leider keine. Da sind zwei Fässer im Wasser. Direkt bei uns. Das wird super. Sehr schön. Mhm, und hier ist dann auch gleich Rott und alles. Aber schade, ohne die Kiste ist, wenn wir heute auch keine Metallbarren und so eine Scheiße finden wahrscheinlich. Das Porn habe ich gefunden. Wow. Ja, doch, da gibt's schon was. Ah, da ist der Hai. Wir kannten jetzt, ich bleib hier links, du bleibst rechts und dann warten wir mal, bis er hin und her schwimmt. Mhm. Lass ich von mir weg. Da bist du. Oder wir schauen echt, dass wir ihn killen. Ich weiß nicht, ob das so im Wasser überhaupt. Ja, ich dachte, immer so ein bisschen rausgehen und wieder eine Neid batzen. Oh, da kommt er. Vorsicht. Ja, oder wir lassen uns einfach Zeit. Wir können ja zeitlang hier auf der Insel bleiben. Mal. Das Problem ist, ich muss ewigst weit runtertauchen, um da zu looten. Keinen Speer, merke ich gerade. Ich hab Metallerz gefunden, das hatten wir vorher auch noch nicht. Doch, ich hab zwei dabei, aber die kann man nicht erforschen. Ja, die muss man glaube ich erst schmeltern. Da
Da ist wieder Metallerz. Oh, da ist der Hai. Voll die Höhle, die du da entdeckt hast. Ja, echt übelster Loot. Übelster Knut. Oh, ist das Saufi an oder was? Uiuiui. So. Ja, ich würde, glaube ich. Mache ich. Soll ich ein bisschen regenerieren oder? Zu Tode erschrocken. Ja, ich muss auf jeden Fall regenerieren, weil ich überlege. Ich würde fast gern irgendwas bauen, weil ich eigentlich schon viel Loot habe. Aber ich habe halt keinen scheiß Bolzen. Blöd. Sand, ich habe doch Sand gefunden. Das sagt mir jetzt nicht, dass ich voll bin. Kann halt schon sein. Da war das Ton. Agnes Aschrott, meine Güte. Und rein ins nasse Kalt. Hast du schon mal auf Tee gedrückt? Auf Tee? Nee. Das ist ja witzig. Gibt's dann wieder mehr Loot oder was? Mehr. Zeig zum Herstellen. Hier gibt's schon ein bisschen Story. Achso. Ach ja, doch, da war ich schon mal, aber da war vorher noch nichts. Das ist wieder Kupfer. Obacht. Also ich werde jetzt noch Trockenziegel machen und die erforschen und dann. Ja, das hätte ich jetzt gemacht, aber natürlich auch machen. Ja, das werde ich jetzt machen. Auch rein. Das ist echt wahr. Scheiße. Schnell. Ich bin so eine. Das ist echt richtig die Hölle irgendwie. Da weiter rein. Für heute eigentlich aufhören müssen wollen. Ton. Ja. Fuck you, jetzt kommt dieser scheiß Hai an, oder? Nimm das Kupfer noch und schwimm. Nein, das soll jetzt nicht dein Ernst, nimm! So, jetzt raus da. Schnell. Ja, natürlich. Beiß da mal nochmal in die Hacke, fick dich doch. So. War gar nicht so auf dem Grill. Sonst floß eigentlich hier. Zack. Hast du noch erforscht? Nein, die müssen erstmal trocknen. Ach so? War das Absicht, dass Glitzburg gemacht hast, oder macht er das von allein? Das war Absicht. Jetzt ist der Hai so zielstrebig auf meinen Angelhaken zugeschoben, dass ich gedacht habe, der beißt an. Ja, nicht, dass der Bolzen soll. Uns grantig aufheilen. Ja, aber ich habe jetzt 5 Erz, habe ich, Metallerz, 8 Kupfer. Mhm. Okay, sehr schön. 5 Ton. Habe ich gedacht, ich stelle jetzt noch keine Ziegel her, weil am Ende brauchen wir Ton und Sand dann gleich für irgendwas. Ja. Kann auch passieren. Planken muss erst wieder. Hast du da noch genug? Baumfällen oder so auf der Insel? 18 habe ich, ja. Okay, das ist, reicht schon mal ein Stück weit. Den Baum da drüben muss ich noch fällen, weil da ist noch eine Kokosnuss dran. Ich will bloß noch den Baum fällen, weil da ist noch eine Kokosnuss dran. Aber sonst war da nichts Besonderes. Speer wäre schon wieder kann werden. Auch wirklich auf der anderen Seite auch nichts mehr. Mir ärgert es halt immer voll wegen der Kisten. Mhm. Aber auch so um die Insel rum, unten ist nichts mehr.
Im Wasser? Doch, da müsste schon was sein. Wer gedacht, aber. Also bei mir, auf meiner Seite war glaube ich schon noch. Aber ich hier, bin fast tot, hier. Ich muss noch ein bisschen aufheilen. Halt mal schneller, wenn man im Bett liegt oder so? Sehr gute Frage. Aber ich bin gerade unglaublich weit weg. Scheint so. Doch, ja. Das Leben zurückkommen. Da halt mal schneller, boah. Na toll. Glaube ich zumindest. Kann auch sein, dass ich mir das Eibbötel. Nein, ich will da keine Planken da. Ah, die. Und das hier? Ach, der Anker. Ah, hi, verpiss dich. Bin fast voll. Mann, lass mich doch. Und wieder heilen. Doch ernst, der Mongo. Aber bei dem Anker steht echt nur entfernen, gell? Mhm. Der ist dann auch weg, gell? Da steht ja auch dabei in der Beschreibung, dass der nur... Achso. Das ist ja total affig. Ja. Auf den Anker. Ich fäll mal den Baum noch. Ziemlich großes Riff. Wo ist da noch ein Baum? Ach da. Ich brauche so dringend Planken. Das war, aber ich konnte doch welche geben. Mangosamen und eine Mango. Mangosamen. Gib mir bitte Planken. Können wir nämlich einen neuen Spieß basteln. Bär. Spears. Britney Spears. Mhm. Oh mein Gott. Wie jetzt? Wie viel hast du mir gegeben? Eine, oder? Eine, es war keine Absicht. Fand's bloß gerade lustig, wie du gleich hingestürmt bist und dich gefreit hast, darum habe ich nichts gesagt. Hast du mir jetzt noch irgendwo welche hingelegt? Ja, ich hab da noch einen Karton hingeschmissen. Der ist weg. Ja. Nein, der liegt genau vor dir. Warum bin ich nicht schwach, Alter? Das waren 10 Planken oder so. Ach hier. Verrückt. Ich sehe sonst auch nichts mehr hier. Rift-technisch. Was heißt ja Raft und nicht Rift, gell? Aber waren wir hier auch schon im Wasser? Da direkt vor uns. So ging es unter in die Hülle. Ja, da haben wir gerade voll gefreit und dann war das der Anker. So, jetzt geht's rund hier, Bub. Pass auf, Acht. Und die Schmelze, mit der kann man dann das Eisen schmelzen und dann geht's ja mal richtig ab. Wir brauchen 6 Trockenziegel, Alter. Ja, ich habe gesagt, man braucht viel von dem Zeug. Der Hai ist tot. Sehr schön. Nice, wenn wir einen rausholen, ja. Ja, habe ich schon. Okay. Sehr nice. Man sieht, schafft von hier oben so einen richtig kleinen Sprung ins Wasser. Warte, ich klettere darüber, wo du mich filmen kannst. Schaust du zu mir gerade? Oh, oh, boah, es ist so mega hoch, Alter. Ich würde eigentlich meinen Hai-Kopf in der Hand. Aber sie kann. Da wird's auch endlich auch. Alter! Woo! Ich hab meinen Haken nur geschmissen, dass nichts passiert. Oh, das war so geil. Jetzt pass auf, Trockenziegel, ich kann bauen einen ganzen Trockenziegel. Und da liegt der eh schon da. Kannst du nur welche bauen? Ich habe noch Sand und sonst nichts mehr. Ich glaube aber, dass ich ins Lager was gibt. Ach, hier ist nur Ton, ja. Ja, ich brauch Sand. Warte, schmeißt du den Ton hin? Ich habe nicht keinen Sand. Korrekt, ich kann noch einen einzigen bauen. Super. Gab's da wirklich nichts mehr zu holen da unten? Noch. Ja, dann gehen wir da nochmal hin. Aber ist mir auch alle. Jetzt haben wir wenigstens jetzt ein Ding weiter. Oh, nein. Wieder ein Ziel vor Augen. Ach ja, ich weiß nicht, wenn der jetzt nicht da ist. Mhm. Ich weiß nicht, wann der neue kommt. Vielleicht haben wir da jetzt echt Ruhe. Da ist Sand, sehr schön. Der neue kommt relativ schnell, aber jetzt im Moment mal. Ton. Unter Wasser. Ton. Also, hängen wir doch. So, Sand. Sehr schön. Sehr schön. Oh, es ist an Schönigkeit nicht zu überbieten. Warte, doch, den kann ich noch tragen.
Metallerz. Gut, Paradies hier. Ist so, boah, Alter, wie schnell du das Eis sammelst mit deinem Haken. Mhm, krass, klar. Ah, schnelle Auftauchung machen. Boah. Fast vergessen. Super, da ist nämlich auch noch Zeug hier. Ja, diese Riffs da sind doch ein bisschen enttäuscht. Ah doch, hier noch. Ja, ist echt ein bisschen weg nur von der Insel, aber da ist nur massig Zeug. Da ist nochmal was, ja. Geil. Ja, Wahnsinn. Das ist ja ein halber Schrottplatz da. Übel. Konnte zur Leuern die 6 Zickel, glaube ich, schon bauen. Oh Gott, da geht's ja auch noch weiter. Das ist nur heftiges Zeug. Weil du nervst mich. Da ist doch rechts, wo du warst, ist doch noch viel mehr Zeug. Ja, aber ich fange immer schon an abzubauen und auf einmal ist es weg, das Zeug. Jetzt hau ab jetzt! Ja, jetzt bin ich extra auf die andere Seite gegangen. Ja, den Gedanken hatte ich auch. Ja, da geht's weiter. So, das Erste, was ich herstelle, der neue Haken. Ich baue einen automatisierten Kampfhaken, der automatisch alles vom Floß aus weglootet. Die ganze Insel verschwinden lässt. Ja. Und jetzt war es, glaube ich. Nee, hier geht's auch noch weiter. Ach du Scheiße. Diese Höhle da kommt mir nur so komisch vor. Oder ist dann, glaube ich, Sackgasse. Naja, da kommst du auf der anderen Seite einfach wieder hoch. Ist gar keine Höhle, ist ein Tunnel. Verrückt. Nee, ich bin nicht draußen. Hä? Doch. Das erinnert mich gerade voll an. Wo bin ich? Ah, Kiste. Ah, ja. Wo bin ich denn jetzt? Ja, ich bin echt in so einer Höhle da drin. Sehr cool. Heftig. Ich kann kaum noch was tragen, ja, dann muss ich mal was essen. Jawoll. Rezept für Fischeintopf. Bolzen? Dann baue ich gleich irgendwas, weil ich kann nichts mehr tragen. Jetzt bin ich auch da. Das ist ja schon echt witzig, dass man denkt, dass es nichts mehr gibt auf der Insel. Mongosamen nehme ich noch mit. Den habe ich lustigerweise weggeschmissen, der war gar nicht da. Ich würde ihn auch irgendwas rausholen. Was jetzt, soll die Angelrute bauen oder den Haken? Weil der Haken macht dann zum Looten schon echt Sinn. Mhm. Ja, so nehme ich den eigentlich kaum nur her, aber... Ja, für sowas, also zum Abbauen und so bringt er schon viel. Das sind ja solche Matzen, Alter. Dann gibt's da echt zum... Mir erinnert es gerade voll an dieses Unterwasserspiel. Wie hieß denn das? Mal wieder Bock. The Forest. Ja, genau. Genau das. Das reißt halt auch mal voll raus, wenn der Hai gerade tot ist. Gell? Ja, übel. Ja, dort hat's andere irgendwie, weil ich komme da nicht durch. Ich konnte das nicht wegmachen, oder? Ach, da ist ein Hai bei unserem Boot. Der hat uns wahrscheinlich einfach noch nicht gefunden. Gut, dass er uns. Ach, mein der Arme, es tut mir jetzt fast ein bisschen leid. Also 4 Ziegel habe ich jetzt gemacht. Ich kann auch noch welche machen. Aber dann haben wir eigentlich schon genug für die Schmiede. Ja, dann dachte ich, erstmal bauen und nicht zu früh Zeichel machen. Und was mit dieser Riesenmuschel eigentlich? Was die hast du, glaube ich, schon erforscht. Erforscht habe ich, so. Habe ich da auch nicht dabei, aber was das bringt, weiß ich nicht. Mann, wenn man gleich wieder der Hai an den Hai wämst, Alter. Ich würde so gern diesen verbesserten Speer machen, ne? Hast du den schon erforscht? Nee, eben nicht. Ich überlege gerade, was man braucht, um den erforschen zu. Also für einen Bogen braucht man Kletterpflanzenklipper. Ach ja, in der Schmiede kann man dann die Kletterpflanzen schmelten. Die kann man auch ernten. Wie ging denn das nochmal eigentlich? Stimmt. Schaufel? Über.
Also diese Schlingpflanzen, die da überall wachsen. Ist das eine Bambus? Nee, das sind Unterwasserpflanzen. Achso. Die braucht man auch unglaublich oft. Jetzt kommt die Erinnerung. Immer mehr Morgenknurrt. Die Erinnerung daran kommt. Der Axt vielleicht? Wie lange liegt denn das Heizzeug da noch drauf, oder ist das schon der zweite Lauf? Ja, das Ding war leer. Achso. Ich bin auch so hungrig. Wäre ich diese blöden Mongo-Samen mit. Ja, die. mit Samen möchte ich nichts zu tun haben. Sagt er jetzt. Blöder Kai. 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 Ja, das ist einfach der Kai, das passt schon so. Ja. Trocknen die überhaupt, wenn es nicht warm ist? Schon, oder? Ja, ja. Aber wenn wir jetzt nur einen Schmelzofen bauen, wird es zwar hier platztechnisch allmählich ein bisschen. Mhm. Ein wenig runzlig. Blutrunzlig? Mhm. Weil man es echt aufhören, ich bin sehr müde und muss morgen auf. Wo ist jetzt nicht nur den Schmelzofen bauen? Das schaut gerade voll schön aus. Dreh dich mal zu mir. Oh. 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 Uiuiuiui. Ah, die Witcher-Folge heute. Nee, ich werde nicht warm mit dieser Serie. Okay, ich hab's. Die Eva hat ja dann eine. Und. Schaut jetzt auch knallhart jeden Abend weiter und ich hab gesagt, ich schau nicht mehr mit. Ich hab gerade Zeit gehabt, die eine aufzuholen. Ich will's halt nicht einfach schauen, ohne dass ich die. Ja, den Rest gesehen habe quasi. Ja, also die war. Ich gesehen habe. Ich weiß nicht, warum wir die so schlimm fanden. Die war so kitschig. Ah, ja. Wenn der Witcher mit der Yennefer redet und dann immer so 90er Jahre Liebes-Soap-Musik irgendwie. Bestimmt das, was die Eva gesagt hat, wenn die nicht mal jetzt. Da habe ich mir gedacht, Mann, ich höre bloß jedes zweite Wort, was? Die Eva hat gesagt, dass jetzt noch eine Liebesgeschichte dazu kam. Ja. Und ich habe gesagt, naja gut, das ist ja normal, weil du konntest ja auch im Spiel mit Yennefer, Triss und Ciri ja. Was anfangen. Und eigentlich auch sonst mit jeder anderen Frau. Mit Ciri konntest du nichts anfangen, das war deine Tochter, Alter. Ciri, das stimmt. Tochter. Ja, deine kleine Ziehtochter. Ja, Tieftochter, ja genau. Ja, sehr wurscht. Auf jeden Fall bin ich davon ausgegangen, dass sie dann voll begeistert ist. Das hätten sie eigentlich weglassen können. Mhm. So ein bisschen komisch. Ja, die Liebesgeschichte selber finde ich jetzt nicht dramatisch, aber wie sie es halt gemacht haben, das ist halt so schnulzig. Ja, das ist dann schon uncool. Und halt auch wieder, was ich letztes Mal schon gesagt habe, spielt halt alles wieder an der Location und du weißt einfach, es ist nur diese Location. Vor der Tür steht wahrscheinlich der Tourbus für... Ja. Ja, ich werde es weiterverfolgen, aber umhauen tut es mich nicht. So mache ich das für gewöhnlich bei meinen Stalking-Op. Die werde ich auch weiterverfolgen und hoffen. Aber umhauen tust du das nicht. Hey, Möwe. Ich kann jetzt dieser Watschen Ziegel mal trocknen, Alter. Das ist ja furchtbar. Ich glaube echt, dass die bloß in der Sonne trocknen. Du trocknest gleich in der Sonne. Eine Drohung. Boah, jetzt ist mein verbesserter Haken auch bald tot. Dann tot? Ich erst wieder einen neuen bauen, wenn ich eine scheiß Plank. Ah, jetzt ist fertig. So. Schmelzt der Ofen? Was? Das ist ja nicht. Jetzt fällen wir Planken. Dann brauchen wir für den brauchen wir ja auch wieder. Ich fürchte, wir müssen echt weiterfahren. Ja, wir hätten eigentlich auch schon lang weiterfahren können. Genau. Wir haben ja auch wirklich alles gelootet, was gab. Hallo. Nein. Ach, dann wir crashen. Nein, wir machen das Ding glatt. Und ich schieb uns weg mit unserem Speer. Boah, jetzt ist mir die Möwe übelst angebumst. Bin unfassbar erschrocken.
Ja. Wir sind wieder auf Kurs. In den Westen. Jetzt brauche ich den Schmelzofen. Um den zu befeuern, brauchen wir dann wahrscheinlich einen Schiffswrack. Das ist bei dem Surviving die Aftermath so krass gerade. Da habe ich einen Teil der Vorstellung. Da kann jetzt kann ich was Neues bauen. Und um das dann bauen zu können, brauche ich Energie. Okay, gut, dann muss ich jetzt Energie noch erforschen. Dann brauche ich, um die Energie bauen zu können, Komponenten. Bist du dir sicher, dass das was ausmacht, dass wir in die Richtung fahren, wo... Boah. So relativ sicher. Aber dann fahren wir nicht falsch. Also, jetzt fahren wir richtig, aber dann müssen wir wieder umbauen. Was? Ja, wir müssen in der die Richtung stimmt jetzt, aber die Netze stimmen nicht mehr. Verstehe. Ist doch super. Nee, ist für den nicht, aber... Ich schwimme zum Fass, ich hab Bock. Volle Gesundheit. Bock, mich mit dem Hai anzulegen. Und ich hab Bock, ein Fass zu loben. Bam. Und Plastik. Und Palmwedel. Und, ich bin gleich tot. Zack. Sollte alles wieder stimmig sein. Kommt da schon der übelste Loot auf uns zugetrieben? Mhm. Das schaut schon gut aus eigentlich. Ich finde zwar, dass wir immer noch recht langsam reisen, aber ist halt wohl einfach so. Ja. Das täuscht. War nur ein Außenborder. Ich habe schon überlegt, ob es was macht, wenn man mehr Segel hat oder so. Das wäre tatsächlich mal interessant, eine interessante Theorie, aber ich glaube es eigentlich. Kann man es auch nicht vorstellen. Ah, da kommen Planken. Aber den verbesserten Haken schmeißt er, glaube ich, gar nicht weiter. Doch. Echt? Steht sogar dabei. Aber ich nehme jetzt echt wieder den normalen, weil der bessere Glück kaputt ist. Und den kannst du halt echt nur mit dem scheiß Dings bauen, mit dem scheiß Bolz. So, wo schmelzt man hin? Irgendwo mittig, wo er nicht im Weg steht. Ja, das. Auch dann volle Kanne mit Planken befeuern, gell? Also die brauchen wir jetzt echt ohne Ende. Mittig, wo nicht mehr viel rumsteht, da schaut's eng aus. Doch, wobei, hier ist doch von Segel. Dann können wir sogar so ins Segel reinbauen. Muhaha, zack. Planke. Eine reicht nicht. Okay. Ich hab aufgefüllt. Mit Planks. Ja, dann hau ich mal ein Metallerz rein, oder? Mhm. Metallerzplatzierung! Alter, du kannst da bloß eins reinlegen, gell? Ich hab 10 Stück. Ja, das ist ziemliches Geschiss, auch mit diesem Kletterplan. Du brauchst auch so unglaublich viel nachher. Ach ja. Na gut, dann werde ich das jetzt zum Anlass nehmen und mich verabschieden. Ja, ich schmelze nur und erforscht es und ich auch. Da bin ich jetzt zu neugierig. Ja, stimmt, das ist schon. Stand da, es dauert nur 34 Minuten. Okay, passt. Um ihn halb zu schmelzen. Ja, jetzt habe ich die Kartoffel einfach roh gegessen, wenn du so viel hast. Gibt's keinen Haifisch mehr. Der hat mir echt gut geschmeckt. Haifisch, ich hab nur eins im Sack, gell, aber das sehe ich mal anders auf. Gott, dass du erinnerst, ich muss auch ganz dringend naschen. Okay, das war das Kunststoff fast schlechthin. Hat voller Kunststoff-Seiologie studiert. Ah, unser Erz ist geschmolzen, hä? Ui. Zeig mal. Wow. Oder. Pam, 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 pam. Oder. Das ändert ja alles. Das war. Ah, Schere. Schaufel. Metal Arrow. Aber immer noch kein Bogen, oder wie?
Stationären Anker, das ist sehr gut. Der ist aber riesig. Und großer Grill. Grill, das ist geil. Ja, Wahnsinn. Daran lag es also. Ja, das ist echt so, gell? Das hat dieses eine. Die eine Nuance hat mir gefallen. Mein Gott, Kupfer haben wir ja auch noch. Können ja einen Kupferbaggen auch noch herstellen. Gott, was wir jetzt alles bauen können. Die nächste Folge wird so unglaublich, Freunde. Ihr werdet das alles gar nicht glauben können. Wo haben denn die jetzt dieses Flugzeug her, werdet ihr sagen? Ja, zack, hier, gefunden. Man kann doch Sand auch schmelzen. Was, hast du da noch was drin in dem... Hä? Nein, jetzt habe ich die ganze Schmiede entfernt. Das wird. Was? Oh. Zack und zack, Alter. Und zack. Nein, du Hure! Mann, Zetten, ein Haixeng, der so eine Schlampe ist, Alter. Die Haie, die ich immer kennengelernt habe, waren immer cool drauf. Da, der aus Findet Nemo. Mhm. All nicer Hai. Der hätte das nie weggeomnommt. Was hast du jetzt? Nein, du Sand? Mhm. Ein verrückter Kerl. Da kenne ich nichts. Gott, wir können Bolzen herstellen, das gefällt mir aber ganz anders. Ja, das ist wirklich brutal, man. Wir können uns so mit verbesserten Haken und Angeln und was weiß ich was allem ausstatten. Aber brauchst du da jetzt mal Metallbarren? Metallerz haben wir noch 8. Ach, und den Metallsperr können wir auch bauen, sehr geil. Das ist auch gut, ja. Alter, 2 Metallbarren und ein Bolzen. Netzwerfer. Richte ihn auf ein Tier, um es zu fangen. Ach, auch geil. Hast du schon mal ein Tier gesehen? Nee. Also ich muss ja auch sagen, ich habe das damals echt lang gezockt, aber halt lang nicht so weit, wie es gehen würde. Ich war dann, glaube ich, an dem Punkt, wo du dann anhand von dieser Antenne und dem Empfänger dann irgendwie was finden kannst. Und da haben mir dann Teile gefehlt. Ja, das war dann ungefähr so wie bei uns vorher, dass halt irgendwas gefehlt hat und ich einfach das Verrecken nicht bekommen. Dann warst du aber eigentlich echt schon grantig weit, gell? Ja. Ich habe das auch echt lang gespielt. Gespielt. Fortschrittlichen Reiniger, sehr schön, den wollte ich haben, aber der bringt auch erst was, wenn wir die Flaschen haben. Der bringt was? Ja, das ist halt, da kriegst du halt dann viel mehr Wasser raus. Ach so, ich war bei Reiniger halt echt am Reinigen. Ach ja, klar. Das Glas, ja gut, Glas ist jetzt nicht blöd. Sand habe ich genug dafür. Mhm. Dauert halt, aber ich bin ja... Also echt am überlegen, einen zweiten Schmelzofen dann gleich zu bauen, weil das dauert ja ewig. Ich habe schon überlegt, weil wir brauchen ja echt viel Zeug dann. Übel, ja. Aber dafür haben wir dann nicht wirklich nicht genug Sand und Ton. Nee. Aber was wir jetzt bei der einer Insel da gekriegt haben, war eh schon heftig. Also wenn wir das wissen. Das ist richtig. Können wir da randig zusammenlooten. Jetzt ist das Kupfer da noch gleich. Achso, die Pläne da immer ins Lager, ja, die nerven mich. Der große Grill, der möchte dann auch, dass wir unseren Riesenfisch mal zusammenbrutzeln können. Eine unglaubliche Urinierung steht mir auch bevor. Ja. Ah, was hast du da hergestellt? Eine Wand. Okay. Kann man mal machen. Boah, ich muss ja... Mir fehlt ja an allem. Batterie? Ja, aber das war jetzt, glaube ich, alles, was man erforschen kann. Reicht aber auch. Ja, Freiling. Schaut zu meinem Essen aus, ich gibt's nichts mehr. Scheiße. Ich bin voll am Verhungern. Ich leg da noch 2 Ziegeln übers Lager. Doch, dann werde ich auch nicht satt. ich hab tatsächlich nichts mehr zum Essen und ich hab Hunger, ja. Alter. Ich hab jetzt mal 2 Rüben aufgelegt. Aber ach, ich leg dir gleich was auf die Rübe. Oh Gott. Ein bisschen freue ich mich ja sogar auf die Arbeit. Ich gehe nämlich echt hart davon aus, dass nichts los ist. Weil meistens... Ja, eh krass, dass du wegen dem anderen Doktor noch neu aber... Ja, ich wollte ja eigentlich sogar nicht, also auch am 4.
24. rein. Nein, nicht am 24. 23. rein. Und am Freitag. Weil das halt eigentlich irgendwie, ja, wenn du bloß einen halben Tag arbeiten musst, dann ist halt echt ein Urlaubstag eine Verschwendung dafür. Ja, das stimmt. Und so richtig arbeiten musst du eigentlich auch nicht. Die Airbus hat komplett 2 Wochen zu. Auch alle anderen Premium Aerotech und unsere ganzen Kunden, die haben zu bis 7. glaube ich. Boah, aber der Renault ist damals schon mal krass. Mann, jetzt habe ich den... immer mit meiner scheiß Fischfresserei. Scheiße, ist da Wasser. Müsste, ja. Also den Ofen müssen wir auf jeden Fall schauen, dass er immer in Betrieb ist, weil... Mhm. Darf man keine Zeit verschwenden. Wir müssen uns um sehr viel kümmern, vor allem. Ja. Den Bad Boy hier. Torben, Kai, wie heißt er? Kai. Ja, ich esse jetzt noch meine Rübe. Rübe, Rübe? Esse ich die andere auch noch, weil die halt einfach Kondensat macht. Leg noch eine drauf. Ich glaube aber, aus dem kann man dann irgendwie so einen Eintopf. Ach, können wir Schrott auch schmelzen? Eine gute Frage, ich glaube nicht. Glaube ich auch nicht. LOL. Hast du eigentlich da noch was drin liegen? Nee, oder? Bei mir sieht es so aus, als wäre noch was drin. Und dir noch was drin liegt. Bei was? In der Schmelze? Ich habe gerade Erznitrometall. Ach so, okay, dann ist das das. Das ist das. Ach man, ich hätte ja. Achso, nee, das sind Pfeile. Einen Speer bauen können. Egal. Ja, okay, immer so auf. Bup. Ich wäre dir sehr verbunden. Nicht? Ja, nee, ich stell mir da noch Sachen her, die ich gern haben möchte. Nein, eben nicht. Naja, also für mein Inventar halt. Das ist doch weiterspielen. Ich habe mir nur eine Axt gebaut jetzt. Ja. Die Angel möchte ich noch schnell bauen. Das ist eine Insel. Ja, wir müssen aufhören jetzt wirklich. Ja, die Insel machen wir nicht mehr. Das packe ich ja nicht. Wo siehst du? Ach, da tatsächlich. Starten wir wieder hier dann, oder? Sehr gute Frage. Was kannst gute du Frage. Machen? Speichern, ne? Ich kann nichts machen. Speichern, ja. Zum Spiel oder rausgehen. Seil. Nice. Was das cool ist, wenn du den Pfeil und Bogen hast, dann kannst du dann die Möwe erschießen. Und die kann man dann auch grillen. Achso. Ja. Den Dinkemmerpfeil, die Schere, mit der können wir bestimmt diese Schlingpflanzen dann. Es kann sein, dass das mit der ging, ja. Was angelt man mit der besseren Angel jetzt? Ich hoffe, ein Geldtransporter. Speicher mal. Und dann gehe ich raus. Welt speichern. Welt gespeichert. Beenden. Ja. Ja. Ah. Ich tschüss dich, Benny, und ich tschüss unsere Zuschauer. Bis zur nächsten Woche. Da habe ich auch mal was anderes an. Weil jetzt hören wir wirklich auf. Gott sei Dank. Okay. Wünsche dir ein gutes Nächtle. Ich freue mich schon auf die nächste. Ich auch, Alter. Es macht voll Spaß. Siehste. Aber vor allem habe ich jetzt wieder 3 Videos. Sikorski. 12 von 12.